Severin Freund, Weltmeister und Olympiasieger, verlässt auf den Schultern deutscher Teamkollegen die internationale Skisprungwelt. Einer seiner potenziellen Nachfolger, der Oberstdorfer Karl Geiger, sprang beim Weltcupfinale in Planica mit einem sehr guten zweiten Versuch auf Platz 16. Und gratulierte anschließend dem Japaner Ryoyo Kobayashi fair und freundschaftlich zum Gewinn des Gesamtweltcups. Das letzte Skifliegen sicherte sich der norwegische Olympiasieger Marius Lindvik vor dem Japaner Sato und gleich 5 Springern aus dem Gastgeberland. Eine abwechslungsreiche Skisprungsaison 21/22 ging heute im slowenischen Frühling zu Ende.